Mein Name ist Sascha Hehn und ich darf Sie herzlich auf der MS Europa begrüßen. Einen Moment. Ah, ja, jetzt rieche ich was. Da war gerade ein kleines Problem. Es tut mir leid. Also, nochmal. Herzlich willkommen auf der MS Europa. Hier ist Ihr Sascha Hehn mit dem Bordradio. Heute Shuffleboard auf Deck 7. Und gerade eben habe ich gehört, dass das Sonnenstudio geschlossen wurde, weil das Sonnendeck eröffnet wurde. Wir haben es angenehme 25 Grad am Deck. Und für die, die möchten, haben wir auch 30 Grad auf dem Sonnendeck. Wie wir das machen, ist unser Geheimnis. Übrigens, dieses Gerücht, dass im Bulgur-Salat heute Morgen anstatt Rosinen kleine Fliegen drin steckten, ist auch nur ein Gerücht und hat sich nach Nachforschung als falsch herausgestellt. So, jetzt gehe ich gleich weiter auf meiner Agenda und kann Ihnen sagen, dass wir unheimlich froh sind, dass wir ein Musical der Extraklasse anbieten können, und zwar Starlight Express meets Cats meets Hair meets... Ich war noch niemals in New York. Das alles wird gesungen, gespielt und auch getanzt von Robert Grabowski, seines Zeichens über 15 Jahre Musical-Erfahrung an den größten Häusern dieser Welt, zum Beispiel Bochum Musical House oder Osnabrück Musical Schutze, ja, oder Bremen, das Musical Mecca. Des Weiteren kann ich Ihnen heute empfehlen, ist der frische Schweinebraten aus dem Hause Böhmermann und Co. ein Genuss. Die braune Soße, die Sie dazu separat am Bordbuffet entdecken, ist nach mehrjährigem Kochen zu einer Perfektion in der Welt der Soßen geworden. Es ist Wahnsinn, wie sie schmeckt, und es ist unglaublich, wie sie hergestellt wird. Ich durfte gestern selber Zeuge werden, als 25 Meisterköche dieser Erde diese Soße das erste Mal verköstigt haben. Und ich muss sagen, erst geweint, dann gelacht. Wenn das nicht Freude macht, wenn das nicht wunderschön ist, dann weiß ich nicht, ob ich richtig bin. Jetzt nehme ich mal einen kurzen... Ein Traum. Die hausgemachte Sangria auf Deck 4 kann ich nur empfehlen. Nicht kombinierbar mit Schlaftabletten oder einem guten heißen Bad. Übrigens ist die Badelandschaft natürlich für unsere jüngeren Zuhörer auch weiterhin bis 17 Uhr unter der Betreuung von Sabrina geöffnet. Heute bieten wir Wasserball und Robbenplanschen an. Ja, Sie haben richtig gehört, echte Robben auf Deck 7, die mit ihren jungen, kleinen, wilden Kindern mal so richtig um die Wette paddeln können. Und wir hatten dieses Huhn hier bitte im Studio gelassen. Hier ist ein Huhn im Studio. Ja, das ist mir egal. Ich möchte bitte... Au! Das Huhn hat mich jetzt gebissen. Ich weiß nicht warum. Ich möchte, dass das Huhn verschwindet. Entschuldigen Sie, meine Damen und Herren, das sollten Sie jetzt nicht mithören. Das Huhn. Dieses kleine, fliegende Huhn, nimmt das Huhn weg. Ja, weg. Ist raus. Ist raus. Ja, wo war ich gerade stehen geblieben? Ich glaube, ich habe über Wasserball gesprochen. Was natürlich unser fitter Motivationssportlehrer Martin heute anbietet auf Deck 37. Und zwar von 14.30 Uhr bis 17.28 Uhr ist er für Sie da und wird Sie mal so richtig schön durch die Mangel nehmen in seiner Sport-Wasserball-Manier. Der Martin.
Des Weiteren sehe ich gerade, dass die Tortenschlacht auf Deck 2 sich dem Ende nähert. Auf jeden Fall kann man sagen, dass der Kegelclub aus... Was soll denn das? Nehmen Sie bitte das Huhn weg. Ich habe euch dreimal gesagt, das Huhn ist weg. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Es riecht streng, es schaut grimmig und es stört im Studio. Ja, bitte. Ja. So, da werden wir uns auch schon am Ende unseres kleinen Inforadios hier auf der MS Europa. Mein Name ist Sascha Hehn und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Das ist jetzt hier der zweite Teil von der MS Europa. Mein Name ist nämlich Carlo von Tiedemann, ne? Ich bin eigentlich Romdomteur, privat, also sonst nicht. Und heute will ich Sie mal ganz ins Band über Deck 7 führen. Können Sie mal genau sehen, was hier normalerweise los ist. Heute ist hier nicht so viel los wegen der Nebelattacke. Wir haben gehört, dass Helgoland uns mit Nebelbomben bewirft. Die sind dann gefüllt mit so Art, ich sag mal so, so einer zwiefelhaltigen Mischung. Die wird dann hier vorne, glaube ich, aufgefangen, umgewälzt. Was ist denn das hier? Ist das ein Hund? Das ist ja unglaublich. Ja, das finde ich nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. Dieses Huhn ist nämlich kleinst. Ach, sieht aber ganz schick aus, ne? Was macht das denn? Schüttelt das sich? Das ist ein schütteliges Huhn. Das ist ein Schüttelhuhn. Hauptberuflich Schüttelhuhn. Was machen Sie beruflich? Ja, ich bin Schüttelhuhn. Was heißt denn das? Ich sag mal so, ich fahre jeden Tag 37 Kilometer auf der A7 und dann auf der Höhe auf Erkensweg. Zeige ich aus, schüttel mich, kriege mir schon Geld, fahr zurück. Sie zeigen jetzt auf der Autobahn aus, einfach so auf die Straße. Ja, sicher doch. Ich habe dann auch eine Warnweste tragen, wenn sie jemand nicht sieht, dann sind sie ja Matsch. Ja, sag mal, ich habe jetzt 35 Jahre Berufserfahrung als Schüttelhuhn. Da kommt dann schon mal das ein oder andere Momentchen, sage ich jetzt mal, dazwischen, wo es ganz schön gefährlich wird. Warten Sie mal. Ist das jetzt eine Bestätigung meiner Idee, dass Sie wirklich jeden Tag auf der Straße ziehen? Ja, vielleicht nicht. Sie sprechen jetzt aber auch ein bisschen anders. Kann das sein? Hatten Sie gerade nicht ein noch deutsches? Und jetzt, was ist das geworden? Es springt schon wieder so eigenartigerweise ins Hannöversche hinein. Ja. Au. Was war das? Ja, da hat das Schüttelhuhn mir schön ans Knie gebissen. So, Sie wollen also sagen, als Schüttelhuhn ist das kein Problem, einfach auf das Rast zu stehen? Hab ich doch gerade gesagt. Und Sie schütteln sich. Ich schüttel doch nicht alles. Ich schüttel nur den Hintern. Ein Schüttelhuhn, was den Hintern schüttelt. Das, was? Den Hintern. Das Schüttelhuhn. Hab ich doch gesagt. Ja. Und was machen Sie denn so? Ich jongliere. Sie jonglieren auf der Autobahn. Ja. Wieso stellen Sie sich da nicht einfach beispielsweise hier in, sag ich mal, hier. Berlin, kennen Sie. Da ist doch immer diese Brücke, da ist auch dieses Ampel. Und da sind immer alle am Oberbahnbrücke. So, meine Herrschaft. Auf der Oberbahnbrücke können Sie auch super gut als Schüttelhuhn arbeiten. Wie meinen Sie das? Ja, passen Sie auf. Sie sagen Ihnen Ihren kleinen Passat. Es ist ein Fiat. Was? Ich sagte, es ist ein Fiat. Sie sind ein Huhn mit einem Fiat? Habe ich doch gerade gesagt. Gut. Nochmal. Also, Sie als Huhn steigen jetzt, Schüttelhuhn. Sie als Schüttelhuhn steigen jetzt in Ihren Fiat Uno. Fiat Punto. Was? Ich habe einen Fiat Punto. Sie sind ein Schüttelhuhn mit einem Fiat Punto. Habe ich doch gerade gesagt. Na gut. Also nochmal. Durchatmen. Du kannst das, Kalle. Sie als Schüttelhuhn steigen in Ihren Fiat Punto, fahren mal nach Berlin zu die Oberbaumbrücke. Das ist im Stadtteil, ich glaube, Friedrichshain. Jo, das muss das sein. Und dann sehen Sie sich auf die Brücke. Auf die Kreuzung. Sie wollten noch, dass Sie auf die Brücke fahren. Die Kreuzung ist bei der Brücke. Auf der Brücke ist auch keine Kreuzung. Wie soll das gehen?
Sind. Geschickte. Sagen Sie mal, haben Sie jetzt irgendwie Schüttelmann oder was? Ich arbeite parallel beim Radio moderieren. Beim Radio moderieren, Sie sind ja auch nicht mehr so lange dabei, ne? Noch nicht so lange, bitte. Noch nicht so lange heißt das. Entschuldigung. Sie stellen sich jedenfalls auf die Kreuzung in der Nähe der Brücke, wenn es rot ist für die Autofahrer. Sie bringen mich ganz durcheinander. Ich dachte, Sie bringen mich auf die Kreuzung. Warte mal durch. Das mache ich doch die ganze Zeit. Sonst würde ich auch rot anlaufen. Blau. Was? Es heißt blau anlaufen, wenn man Luft anhält. Meine Herrschaften. Sie stellen sich auf die Mitte der Kreuzung, ja? Bei grün. Für die Fußgänger ist rot. Für Fahrzeuge aller Art, ne? Dann fangen Sie mit Ihrer Performance. Was für eine Performance? Sie sind doch Schüttelhuhn-Performer. Nein, ich bin ein Schüttelhuhn. Ja, aber Sie performen doch mal auf der Autobahn. Nein, es ist ein natürlicher Instinkt des Schüttelhuhns. Ich kann auch gar nichts dafür, ich muss das machen. Na gut, dann müssen Sie es einfach machen. Dann machen Sie es einfach mal so gut, Sie können für mich. Sie stellen sich auf die Kreuzung und lassen Ihren Instinkt freien Lauf. Schütteln Ihren kleinen Bruder. Entschuldigung. Zu viel Obst. Und dann kriegen Sie vielleicht ein Patient. Da kriegt man Geld für. Ich sicher, sag ich doch die ganze Zeit. Sie, zusammengefasst, Sie wollen jetzt gerade sagen, wenn ich als Schüttelhund, was jetzt meine Natur ist, sich zu schütteln, mich auf die Straße stelle und dann mal so richtig mich durchschüttel, dass ich dann einfach dafür Geld kriege? Ja, ich würde sagen, in der Stunde, wenn Sie fleißig sind und wenn Ihre Performance, also Ihr Instinktverhalten, einigermaßen, sie springen ganz schön in was. Na, ich sag mal, ihr Dialekt, ihre Fantasiesprache, die sie raushauen, das ist ja eine Mischung sondergleichen. Ja, pass nochmal auf, ich sage Ihnen mal sowas, wenn Sie jetzt das Konkrete, was ist denn das hier? Haben Sie jetzt die Geräusche gemacht? Ja. Schon wieder? Ja. Sie sind ja, Sie können ja richtig hühnerisch. Ja, was glauben Sie denn? Ich bin noch Schüttelhuhn. Faszinierend. Ist ja riesig. Können Sie noch einmal? Das ist gut. Das ist richtig gut. Und was heißt das jetzt? Kommt darauf an, was ich sagen soll. Na, sagen Sie mal zum Beispiel, Moin Moin, Sportfenster draußen, hier ist euer Herbert. Und das geht jetzt an alle, die es nicht verstehen. Bitte? Dann sagen Sie es mal. Also, ich soll jetzt auf Hühnerisch sagen, Moin Moin, liebe Sportfans, das geht jetzt an alle. Nein, hier ist euer Herbert. Moin Moin, liebe Sportfans, hier ist euer Herbert, das geht jetzt raus an alle, die es nicht verstehen. Genau. Na gut, pass mal auf, geht los. Und, bitte. Das ist ja Wahnsinn. Sensationell. Und das war das, was ich jetzt gesagt habe. Ja, sicher doch. Riesig. Ich finde das super. Wo bleibt jetzt mein Gewinn? Stimmt, wollte ja noch drüber reden. Also, sie stehen dann da und schütteln sich und tanzen ein bisschen und sowas. Tanzen muss ich auch? Oder sie jonglieren so ein bisschen mit so Lavalampen. Mit Lavalampen? Ja, wenn sie vorher noch anstecken, dass sie so ein bisschen lavern halt, dann würden sie noch zusätzliches Geld, aber nicht verlieren. Wie jetzt? Schütteln, jonglieren, nicht verlieren. Ja, ein guter Slogan, oder? Schütteln, jonglieren, nicht verlieren. Wissen Sie, wie das auf Hühnerisch heißt? Können wir vorstellen. Nee, pass mal auf. Ach was. Wissen Sie was? Es klingt aber ziemlich ähnlich zu diesen vorigen Dingen, die Sie gesagt haben, als Huhn. Ja gut, wissen Sie eigentlich, dass man auf Hawaii hat man, also der Hawaiianer an sich, der hat nämlich gerade mal 16 Buchstaben zur freien Verfügung. Mehr hat das gar nicht. Deswegen ist Hawaii jetzt auch mal gerne mit Na und Nie versehen, die Sprache, weil, ne, irgendwann hast du ja nur noch A-A-W-I. Das sind schon vier weg. Wenn du denkst, du hast ja nur noch 12 übrig, dann sagst du auch nicht mehr von wegen, hol mir mal einen großen Teller Bohnensuppe. Dann sagst du, holo, molo, mio. Da
Das ist jetzt aber rassistisch. Finden Sie? Naja, aber auf jeden Fall machen Sie sich jetzt über Fremdsprachen lustig, von der Sie gar keine Ahnung haben. Und gleichzeitig auch nicht die Kultur. Gut, da haben Sie recht. Das soll ich aufhören. Ja, dann hören Sie jetzt mal auf. Finde ich mir nicht gut. Gut, dann könnten Sie vielleicht mal kurz verabschieden als Huhn. Wie jetzt? Ja, Sie als Schüttelhuhn können Sie doch mal kurz sagen. Freunde, das war ein herzliches, wunderschönes Gespräch, aber Gespräch. Aber jetzt auch mal gut hier. Was? Ja, denken Sie einfach nochmal nach. Lassen Sie mal einen gedankenfreien Lauf. Das, was jetzt in Ihrem Kopf ist. Yo. Ja, dann machen Sie das mal. Okay, was ist in meinem Kopf? Kurz mal sortieren. Da gibt es definitiv eine Kammer. Ich guck mal kurz rein. Die ist rosa. Und da sind ganz viele Aktenschränke mit Schubladen drin. Und diese Schubladen, die kann man öffnen und dann gehen ganz lange Schubladentüren raus, die auf so ein Scharnier befestigt wurden und enorm viel aushalten müssen. Also dieses Scharnier, weil diese Schubladen so lang sind. Da sind Karteikarten drauf, die mit einem Lamy-Füller geschrieben wurden, mit diesem blöden Plastikpatron, den man gerne in den 90ern genommen hat. Man hat ja nicht irgendwie gedacht, man nimmt wieder aufladbare Füllfederhalter, die viel schöner aussehen. Oder diese ganze Kugelschreiber-Wegwerf-Scheiße mit einem Plastikgehäuse und einem Plastik-Innenleben und einer ganz, ganz schmalen Mine, die auch nur halb voll ist, weil das ja ein Werbekugelschreiber ist und der so cool ist, weil den hat mein Vater mir mitgebracht, als er, ich weiß nicht wo war, und das irgendwo mitgenommen hat an irgendeine Tankstelle. Dann verkaufte es dir als ein ganz großes Mitbringsel. Und du denkst, ist das wunderschön. Aber wunderschön ist was anderes. Wunderschön ist vielleicht ein Huhn. Ja, dieses zum Beispiel. Holger, nimm dieses Holger. Holger, das Huhn, hat eine Körperlänge, würde ich sagen, mal von gut 30 cm. Hat ziemlich große Augen für einen Huhn, aber nicht so gute Augen. Deswegen trägt Holger eine Brille. Eine runde Brille, ein Horngestell. Kein Plastikhorn-Imitat, sondern ein Echthorngestell. Das hat so eine leichte Fleckschattierung, Flecktarn, Camouflage, ähnliches. Holger hat für seine Größe und für seine großen Augen ziemlich kleine Ohren. Deswegen trägt er keine Brille mit einem normalen Bügel, sondern mit so einer Art Gurt hinten um den Kopf. So wie sie auch gerne Sportler tragen bei Sportbrillen. Die modernen Sportbrillen, glaube ich, sind komplett mit einem Band vorne an dem Brillenglas befestigt und gehen einmal rum. Aber ältere Sportbrillen waren ja auch mal, dass die hinten auf der Ohrhöhe erst mit einem Gurt versehen waren. So ist es auch bei Holger. Weil Holger kann nicht fliegen und dafür kann er aber unheimlich schnell rennen. Also wenn ich, sagen wir mal, durch die Stadt fahre mit einem Motorrad, mit meinem Motorrad, und ich fahre 50 km/h, dann sehe ich nicht, dass Holger schwitzt, obwohl er parallel neben mir herläuft. Und Holger ist dann auch nicht laut. Holger grinst und zeigt mir seine Zähne. Holger ist eines der wenigen und seltenen, auch sogenannten Zahnhühner. Oder ist Holger ein Hahn? Ist er ein Zahnhahn? Ich dachte, er wäre ein Huhn. Nein, Holger ist ein Huhn. Das ist schon ein Name. Jedenfalls ist Holger ein sehr schnelles Huhn. Und ein sehr, sehr kuscheliges Huhn. Holger hat einen sehr schönen Popo. Einen sehr schönen Popo. Aber das sage ich jetzt nicht im sexuellen Sinne. Das ist jetzt nicht ansprechend für mich. Also ich würde jetzt nicht
irgendwie mit Holgers Propos gerne etwas anstellen. Aber ich muss es halt einfach so benennen. Es ist ein Zahnhuhn namens Holger mit großen Augen, einer schönen Hornbrille mit Gummizug hinten, weil die Ohren relativ klein sind, und einem wunderschönen Hinterteil. Ich bin manchmal sogar froh, wenn Holger schneller läuft als ich fahren kann, weil dann kann ich sehen, wie dieser kleine Hintern sich immer von rechts nach links bewegt. Also, weil der rennt. Und jedes Mal, wenn die Ampel rot wird, weil im Gegensatz zu Fahrradfahrern in Berlin, kann Holger rot und grün unterscheiden, bremst Holger. Das heißt, er schmeißt seine Krallen auf den Asphalt, mit denen er so ein bisschen rutscht. Also er hat echt schon so Hornhaut, dass die qualmen, aber er sich überhaupt nicht stören lässt. Man hat nicht das Gefühl, es tut weh oder sonst was. Er hat dann auch so einen sehr verbissenen Blick. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Brille dann schon ein paar Fliegen gefangen hat. Und dann legt er seinen Kopf so nach vorne, wenn er halt bremst. Und beziehungsweise sein Kopf neigt sich so nach vorne, der ganze Körper neigt sich nach vorne. Und die Fußkrallen krallen sich richtig in den Asphalt, wenn er damit ca. 60 Sachen abbremst. In dem Moment geht sein Hintern natürlich hoch. Das sieht sehr lustig aus. Also, das ist der einzige Moment, wo ich sagen würde, da sieht sein Hintern eher komisch aus, anstatt wunderschön. Aber sonst, finde ich, sollte er öfter rückwärts gehen. Das kann er definitiv. Holger, jetzt sag du doch mal was. Thank you.